Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Treffen der Quad-Freunde Pfalz. Vom 21. bis 23. August 2015 hatten die Quad-Freunde Pfalz um Hardy Weil zu ihrem zweiten Quad-Treffen ins rheinland-pfälzische Berchtoldsheim gerufen. Und mit 180 Quad-Pilotinnen und Piloten war einmal wieder für volle Ränge gesorgt. Schließlich sind Spaß und Unterhaltung garantiert, wenn Hardy ruft. Klar, dass es auf dem Treffen der Quad-Freunde Pfalz verschiedene Offroad-Parcours zum freien Fahren gab, auf denen sich Jung und noch immer Junge austoben konnten. Am späten Freitagnachmittag startete Stefan Nahgang eine erste kleine Ausfahrt mit 12 Quads im Schlepptau durch die nähere Umgebung. Die große Ausfahrt fand dagegen am Samstagmorgen statt. Gestärkt durch ein deftiges Frühstück, für das die Quad-Freunde Pfalz gesorgt hatten, wurde aufgesessen. Anführer war Hans auf seiner roten Zora, einer Can-Am Outlander 400. Unterstützt wurde er von 5 Mitgliedern der Quad-Freunde Pfalz und einem Helfer der Quad-Staffel 112. Immerhin galt es, 52 Quads, eine Can-Am Spider und ein Motorrad zusammenzuhalten. Die Tour führte über Gau-Odernheim, Alzheim und Aich bis Rhein-Dürkheim am Rhein entlang. In Osthofen wurde ein Tankstopp eingelegt. Danach ging es weiter nach Wachenheim im Zellertal ins Schlossgut Lüll, wo der Bürgermeister Dieter Heinz den Tross bereits erwartete. In diesem vornehmen Ambiente konnte es ans Zeremoniell gehen. Freudigst wurden die Anwesenden von Hans, dem Schlossherrn und seiner Familie sowie vom Ortsbürgermeister begrüßt und empfangen. Die Runde durch den Schlossgarten erfolgte zu Fuß, auch wenn sich hier insbesondere die Allrad-Fraktion spektakuläre Parcours hätte vorstellen können. So lockte schließlich die Erforschung des Zellertals alle Piloten wieder auf ihre Gefährte. Durch eine Baustelle und ein Missverständnis wurde ein kleiner Teil der Gruppe getrennt. Da das Team der Quad-Freunde Pfalz aber in diesem Jahr mit Funkgeräten ausgestattet war, wurde kurzerhand ein neuer Treffpunkt in Berchtoldsheim vereinbart. Zurück ging's schließlich über Kirchheim-Wolanden und Alzey. Und siehe da, mit nur ein paar Minuten Abstand kamen alle Teilnehmer wohlbehalten an. Am Schützenhaus galt es nun, sich beim zweiten Quad-Treffen der Quad-Freunde Pfalz spielerisch auszutoben. Über 6 Stationen hinweg zeigten die Teilnehmer, wie gut sie mit ihren Quads umgehen konnten. Zu den schwierigsten Disziplinen zählte eine Dartscheibe, in die die Piloten von ihren Quads aus zu zielen hatten. Nicht einfach, dabei die Scheibe zu treffen. Außerdem gab es einen Parcours, bei welchem man tunlichst vermeiden sollte, auszubrechen, um ja nicht an einen heißen Draht zu geraten. Und natürlich gab es auf dem zweiten Quad-Treffen der Quad-Freunde Pfalz auch ein Rennen auf Zeit. Zeit insgesamt für eine Runde. Dann musst du das gerne abfahren, das einschätzen. Dann fährst du eine zweite Runde, kommst hier wieder her und die Differenz wird zusammengezählt. Und da, wie du in den 6 Minuten bist,
das ist das Spiel. Wenn du drüber bist, kriegst du halt Punkte abgezogen. Okay? Also Ralf, du fährst jetzt mit den Hinterrädern an den Balken und danach fährst du 1,25 Meter. Musst du möglichst genau abschätzen, dann stoppst du und wir messen dann, wie weit du gekommen bist. Alles klar? Alles klar. Gut. Insgesamt hat das Ganze mächtig Spaß gemacht. Als sich die rund 180 Quad-Piloten schließlich am Sonntag auf den Heimweg machten, stand bereits fest, im kommenden Jahr 2016 muss es unbedingt ein drittes Quad-Treffen der Quad-Freunde Pfalz geben.